Hallo und herzlich willkommen bei Spiel mit mir Kinderspielzeuge. Ich habe hier so ein Ei, ein Dinosaurier-Ei. Da steht schon drauf, dass man das nicht essen darf oder verschlucken darf. Und es nennt sich Growing Pet, also da drin wächst ein Dinosaurier. Das möchte ich jetzt mal mit euch ausprobieren, also wieder ein kleiner Versuch. Hier steht schon drauf, man muss Wasser reintun und dann 24 Stunden später fängt er schon an zu schlüpfen. Und dann 48 Stunden später ist dieser kleine Dinosaurier da kommt da raus. Ist für Kinder ab 3 Jahren geeignet. Und ja, ich mache es jetzt einfach mal auf. Und dann muss man das nur in ein Wasserglas tun. Ich entferne mal hier noch diese Papierborde. Fühlt sich an wie... Ja, ein bisschen wie ein echtes Ei, vielleicht etwas fester, so ein bisschen wie, ja, wie so Kalk. Fühlt sich nicht an wie Plastik. Hat schon ziemlich viel gemeinsam mit einem Ei, nur wenn ich es so anfasse, bei einem normalen Ei habe ich immer ein bisschen mehr Angst, dass es kaputt geht. Oben und unten sind Löcher drin, also unten 2 und oben 1. Ja, und das tue ich jetzt einfach mal in ein Glas und dann schaue ich da später mal wieder rein und zeige euch, was passiert ist. So, da haben wir das Glas. Da setze ich das jetzt mal vorsichtig rein. Es geht jetzt langsam unter, dachte ich, aber es ging jetzt doch recht schnell runter. Da liegt es jetzt drin. Und jetzt heißt es erstmal warten, also mindestens erstmal 24 Stunden warten. Und ja, was in 24 Stunden passiert ist, zeige ich euch dann. Ich hoffe, ihr habt Lust, diesen Versuch zu begleiten und mitzuschauen, was passiert mit diesem Ei, mit diesem Dinosaurier-Ei. Und wenn ja, schaut einfach wieder in 24 Stunden rein, dann kommt das nächste Video. Und wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr Lust habt, dabei zu sein, dann gebt mir doch schon mal einen Daumen nach oben. Schreibt mir was in die Kommentare. Vielleicht hattet ihr ja auch schon mal so ein Dinosaurier-Ei und möchtet schon mal verraten, wie es bei euch geklappt hat. Und sonst schaut auch unsere anderen Videos, die anderen Experimente. Und sonst sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Tschüss!